Vor nicht allzu langer Zeit habe ich euch hier auf dem Kanal bei UbiTestet den Skoda Octavia Kombi vorgestellt. Heute hat mir Skoda die Limousine vorbeigebracht und die wollen wir uns heute mal zusammen anschauen. Und damit herzlich willkommen bei UbiTestet. Was ist denn hier in Deutschland, sind wir ja in einem Kombiland. Muss es denn immer der praktische Kombi sein oder können wir denn auch mal wieder auf eine Limousine ausweichen? Lasst uns das heute einfach mal herausfinden mit dem Skoda Octavia 1.5 TSI in der First Edition. Wir schauen ihn uns außen an, wir schauen ihn uns innen an, die Platzverhältnisse prüfen wir, fahren ihn und am Ende gibt es eine Kaufempfehlung oder aber auch nicht. Wenn ihr dran bleibt, Kanal abonnieren, nicht vergessen zu liken und gerne zu kommentieren, denn ich will wissen, was ihr da draußen sagt zum Skoda Octavia als Limousine. Und damit viel Spaß jetzt beim Video. Schauen wir uns zunächst den Skoda Octavia als Limousine von außen an. Skoda hat mit der vierten Generation des Octavia für mich ein absolutes Designer-Meisterstück abgeliefert. Wenn wir uns das Ganze anschauen, so die typischen Designmerkmale, die Skoda vereint, dieser breite Kühlergrill mit dieser schönen dicken Chromleiste hier drinnen, sehr schmale optionale Matrix-LED-Scheinwerfer im sogenannten Skoda Crystal Lightning Design. Das soll einfach noch mal so ein bisschen an diese Glasmanufakturen in Tschechien erinnern. Dann haben wir hier unten einen schönen Wabenkühlergrill so ein bisschen unten eingelassen. Breite Nebelscheinwerfer, aerodynamische, luftdurchströmte Frontschürze, was dann auch im gesamten CW-Wert sich widerspiegelt, der hier extrem niedrig ist bei der Limousine. Bei 0,24 liegt er, um genau zu sein. Das ist für so ein Fahrzeug wirklich optimal. 18 Zoll Aerofelgen sind jetzt hier drauf auf der First Edition. Persönlich finde ich die ganz hübsch mit dem Schwarz und dem Silber. Gefallen mir gut. 4,69 Meter ist die Limousine lang, damit 19 mm nur länger als der Vorgänger. Was man gar nicht glaubt, das Fahrzeug wirkt in sich deutlich größer. Sehr schön auch die Linienführung. Wir haben eine dynamische Linie, die sich bis nach hinten durchzieht. Bei Volkswagen wird sie Tornado-Linie genannt. Dann haben wir ein typische klassische Limousinenform, das heißt die Dachlinie gerade, weit ausgeformt, große Fensterflächen. Dann durch die Fließheck-Variante, dass wir in eine große Heckklappe hinten reingehen, kommt dann so ein bisschen Coupé-Charakter hinein. Und am Heck, muss ich sagen, absolutes Meisterstück, sind für mich diese schönen dreidimensional ausgeformten Voll-LED-Rücklichter, die hier sehr schön sich in die Limousine integrieren. Und für mich ist das ein schöneres Heck als beim Kombi. Aber schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure Meinung ist. Gefällt euch die Limousine besser oder der Kombi? Hinter dem Skoda-Schriftzug verbirgt sich natürlich hinter der Heckklappe ein großer Kofferraum. Und den schauen wir uns jetzt im Detail an. Die Heckklappe öffnet elektrisch auf Knopfdruck oder Fußkick, optional, wenn ihr sie elektrisch nutzen wollt. Meine Reisetasche, die ja doch eine, ja, ich sag jetzt mal, eine passende Größe hat für Handgepäck. Schauen wir jetzt einfach mal, wie groß der Kofferraum hier von der Octavia Limousine wirklich ist, denn der ist riesig, das kann ich euch jetzt schon sagen. Offiziell 600 bis 1555 Liter. Das steckt manch Kombi gar nicht weg, kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, schauen wir nach. Die Tasche hier drinnen, wenn wir denn einmal reinschauen, sehen wir, dass die quasi hier drinnen in diesem riesigen Gepäckabteil schon fast untergeht und verloren wirkt. Ist schon sehr, sehr faszinierend. Also das ist eine sehr große Fläche, die wir haben, die
ja, fast quadratisch wirkt. Aber damit wir das wissen, ob es denn auch wirklich quadratisch ist, habe ich mir schon mal ein Maßband mitgenommen. Und jetzt wollen wir doch einfach mal ganz kurz so ein bisschen die groben Abmessungen hier durchprüfen. Schauen wir mal die Innenraumbreite. So, da haben wir 101 cm in der Breite. Und jetzt gehen wir hier in die Tiefe. Da muss ich mich schon ganz weit nach vorne strecken, dass ich den da vorne hinkriege. Da sind es tatsächlich 106,5 cm. Dann schauen wir, was wir noch an Bauraumhöhe haben hier unter dieser Hutablage. Das sind knapp 56 cm. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Ladekante hier unten. Das sind tatsächlich knapp 20 cm. Die Ladekante hier draußen ist knapp über Kniehöhe. Das heißt, das können wir auch noch mal messen. Wenn wir das anschauen, dann haben wir hier so. Das sind, sagen wir mal, rund 66 cm, wo ihr das ganze Frachtgut nach oben wuchten müsst. Die Rückenlehne ist natürlich im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umlegbar. Das machen wir jetzt auch. Wir haben hier die Fernentriegelung, mit der wir tatsächlich dann das Ganze umlegen können. Mit einem Zug fällt dann die Rückenlehne. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wir machen das Ganze mal komplett, dann sehen wir auch, was das Unschöne an der ganzen Geschichte ist. Wir haben da so eine unschöne Stufe drinnen. Es gibt keinen doppelten Laderaumboden, sodass wir das ausgleichen können. Zudem ist es so ein bisschen leicht ansteigend, wobei jetzt hier wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen nachgedrückt werden muss bei der Lehne. Dann liegt die auch relativ plan wie die linke. Wir haben noch Simply Clever Lösungen natürlich hier an Bord, sowie diese Taschenhaken hier, die man ausklappen kann, die sind auch wirklich sehr robust. Finde ich persönlich sehr gut. Zieht man einfach hier an so einer Lasche. Dann gibt es hier genügend Ablagefächer. Dann haben wir hier noch einen Einsatz, den wir hier noch reinlegen können für den Schirm, dass da nichts nass wird. Also Skoda denkt hier auch natürlich wie immer Simply Clever. Und ob der Innenraum auch so Simply Clever ist, jetzt gehen wir einfach mal auf die Rückbank und schauen mal, wie meine Statur denn nach hinten reinpasst. Ich habe es mir bequem gemacht im Fond der Skoda Octavia Limousine und wie wir sehen, sitze ich hier wirklich richtig luftig in dem Fond. Also Kopffreiheit, da fehlt sich gar nichts. Kniefreiheit ebenfalls nicht und der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Ich bin ja sicherlich auch nicht der Schlankeste. Also von dem her, wenn man das Ganze so sieht, dann fühle ich mich hier sehr, sehr gut untergebracht. Die Rückbank ist sehr schön ausgeformt. Vor allem die äußeren Sitze sind angenehm ausgeformt. Der Mittelsitz, das ist halt einfach ein Notsitz. Auch wenn ich jetzt etwas breiter bin, bleibt das weiterhin ein Notsitz. Wir haben die Kopfstütze, die hier im Fond ausreichend weit ausziehbar ist. Hier hinten verjüngt sich das ganze Dach dann auch ein bisschen. Also da wird es dann ein bisschen enger. Ich sage jetzt mal, wenn Personen über 1,80, 1,90, wird es dann vielleicht ein bisschen komisch, wenn man dann den Kopf an die Kopfstütze anlehnt. Sehr praktisch hier tatsächlich auch die Details wie ein Sonnenschutzrollo für die Kinder. Wir haben Haltegriffe, wir haben hier einen Kleiderhaken, wir haben einen Kleiderhaken an der B-Säule vorne. Wir haben wirklich schöne Taschen hier, eine große Tasche, wo dann das ganze Material an Lesestoff reinpasst. Und wir haben ein eigenes Handyfach da vorne untergebracht, passt perfekt. Jetzt müsst ihr nur das Kabel vom Handy hier rüberlegen. Und dann haben wir hier zwei USB-C-Anschlüsse oder aber einmal 230 Volt Anschluss. Sehr schön. Eine 3-Zonen-Klimaautomatik gibt es hier, die wir auch separat von der Temperatur hier hinten steuern können. Eine Sitzheizung im Fond gibt es ebenfalls. Natürlich auch Luftausströmer, die man ebenfalls, wenn man sie mittig zusammenstellt, auch komplett schließen kann. Kindersitze bekommt ihr mit Isofix hier unten untergebracht. Da gibt es zwei Klappen, die man nach oben klappt und dann geht der Kindersitz hier hinein. Jetzt
gehe ich nach vorne und schaue mir mal an, wie der Fahrer sich so untergebracht findet. Nun sitze ich hier vorne auf dem wohl beliebtesten Platz im Skoda Octavia auf dem Fahrersitz. Und ich sitze hier auf den optional erhältlichen Ergo-Sitzen, die wir haben. Das sind wirklich toll ausgeformte Sitze, sind zertifiziert nach Aktion gesunder Rücken. Das heißt also, hier ohne Rücken könnt ihr reisen. Da steht auch nochmal Ergo-Sitz drauf. Dann haben wir hier die elektrische Sitzverstellung. Es gibt hier auch eine Massagefunktion, das ist eine aufblasbare Lordosenstütze. Dann haben wir eine ausziehbare Schenkelauflage hier, sehr, sehr gut und endlich auch bei Skoda mal erhältlich. Zusätzlich bietet dieser Ergositz auch noch die Möglichkeit des Isofix-Hakensystems mit Top-Teeter wohlgemerkt. Also Kindersitz auf dem Beifahrersitz auch kein Thema, Beifahrer-Airbag ist deaktivierbar. So, ich sitze in diesem Ergositz hervorragend drinnen, auch mit meiner breiten Statur. Das ist wirklich ein super angenehmer Sitz, der auch sogar mit der Ledersitzbezüge sogar klimatisiert ist. Also es gibt auch eine Sitzlüftung und eine Sitzheizung. Also was will man eigentlich mehr als Langstreckenfahrer? Im Sommer wird er belüftet und im Winter wird beheizt. Hinter dem Lenkrad, hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad, das in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar ist. Also da findet wirklich jeder seine optimale Sitzposition. Platzverhältnisse auch mehr als genügend. Ich habe genügend Kopffreiheit hier oben. Es ist auch kein Glaspanoramadach verbaut. Und die Lehne wirklich schön. Auch die Kopfstütze lässt sich ausreichend weit nach oben ziehen. Hier vorne für mich gibt es absolut nichts zu bemängeln. Nun schauen wir uns den Innenraum hier im Detail vom Skoda Octavia an. Von der Limousine, natürlich vom Kombi, ist es identisch. Den hatte ich euch ja schon mal grob vorgestellt. Doch jetzt gehen wir hier einfach nochmal ganz kurz durch den Innenraum hindurch. Denn der hat sich ja wirklich deutlich verändert gegenüber dem Vorgänger. Es ist deutlich digitaler geworden. Always on, wie es so schön heißt. Das heißt, der Wagen ist always online, hat eine eSIM verbaut für den automatischen Notruf, für die Car-to-X-Kommunikation, das heißt also, das Fahrzeug kommuniziert mit der Umgebung digital. All das ist möglich, all das ist machbar, wenn man denn natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und die Ausstattungsoptionen dementsprechend komplett zieht. Hier haben wir jetzt tatsächlich die komplette Ausstattungsliste durchgehakelt bekommen im Groben. Wenn man das Ganze sich anschaut, denn wir haben hier ein voll digitales Kombi-Instrument, wir haben das größte Navigationssystem Columbus verbaut und natürlich das volle Assistenzpaket. Deswegen jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Offensichtlichstes Neuerungsmerkmal am Skoda Octavia ist ganz klar dieses Lenkrad, was nur noch zwei Speichen hat, wo die dritte Speiche gefühlt hier unten rausgesägt wurde. Müsst ihr entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Ich finde, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und es ist durchaus ein bisschen angenehmer, wenn mal die Hände da unten drin hängen. Ja, ich weiß, es ist nicht optimal, normalerweise 8:45 Stellung. Dennoch, ab und an rutscht halt mal die Hand nach unten, gerade bei einer lockeren Autobahnfahrt. Das Lenkrad an sich ist gut aufgebaut. Wir haben auf der linken Seite die Audiobedienung mit der Walze für die Lautstärkenregulierung sowie die Lenkradheizung, die hier verfügbar ist. Auf der rechten Seite haben wir dann die Assistenzsysteme sowie die Bedienung des Bordcomputers. Dafür ist auch die Walze zuständig und die Tasten hier unten. Wenn wir denn tatsächlich nämlich auf diese Walze draufdrücken, erscheinen zwei Pfeile im Kombi-Instrument und wir können dann die rechte Tube sozusagen in der Einstellung verändern, was wir in der Ansicht haben wollen. Wollen wir die andere, drücken wir nochmal ein zweites Mal drauf. Es springt rüber. Grüne Pfeilchen offerieren uns, dass wir da was verändern können. Jetzt können wir mit der Walze auch die linke Anzeige verändern. Und wenn wir denn das komplette Design verändern wollen, dann haben wir hier die Blättertasten, Assistenzansicht, Navigationsansicht, beruhigte Ansicht, klassische Ansicht. All das haben wir hier wunderbar untergebracht.
Dann in der Mittelkonsole ist natürlich dann das größte Highlight. Da ist dieser riesige Bildschirm untergebracht, der wirklich jetzt erst einmal auf den ersten Blick, wenn der aus ist, wirkt der ja extrem riesig. Ja. Aber ist gar nicht mal so groß, weil das hier ist die Displayfläche. Das heißt, wir haben hier noch einen sehr, sehr breiten Rahmen. Das Ganze gibt es serienmäßig in 8,25 Zoll. Wenn man dann ein größeres Radio nimmt, Bolero in dem Fall, oder Amundsen-Navigation oder Columbus, bekommt man die 10-Zoll-Variante. Sehr schön, was Volkswagen anders macht als Skoda hier. Volkswagen hat zum Beispiel nicht nur den Slider über die komplette Leiste gezogen wie Skoda, sondern hat hier das Klimabedienteil ja auch noch mit eingepflegt im Golf. Das hat Skoda rausgeschmissen und hat gesagt, na, wir machen das lieber gleich in den Touch Bildschirm hinein, was ich gut finde, denn wir können jetzt hier die Klimasteuerung am Touch. Wenn ich denn mehr machen möchte, habe ich ja die Möglichkeit, hier unten über die Direktwahltasten in die einzelnen Menüs direkt hineinzugehen. Das heißt also, ich habe hier meine Fahrmodi, die ich einstellen kann. Ich habe hier fahrzeugspezifische Einstellungen oder aber das Parkassistenzmenü, wenn ich dann sage, jetzt bin ich schon am Ziel angekommen, jetzt geht es lediglich ums Parken. Dann natürlich den Warnblinktaster, die Zentralverriegelungstaste, zwei Tasten, die ich immer gerne wichtig präsent in der Mitte habe. Hier sind sie so untergebracht, sehr gut. Gibt es einen Daumen nach oben von mir. Klimamenü, hier drinnen klassische Klimaansicht oder Smart Klima. Und genau bei Smart Klima ist es ja so, ich habe eigentlich nur bestimmte Bedürfnisse, ich will was sehen, also draufdrücken und schon wird die Klimasteuerung so eingepasst, dass hier drinnen auch wirklich freie Sicht herrscht. Ich brauche frische Luft, ganz klar, dann wird hier durchgelüftet oder eben ich möchte etwas Bestimmtes wärmen oder kühlen. Dann habe ich auch, wenn ich die Smart Klima nehme, eigentlich alle Bedienmöglichkeiten ausgeschöpft, dann brauche ich mich auch da gar nicht großartig ablenken lassen. Darunter haben wir dann die zwei Luftausströmer, die, wenn wir in die Mitte beide schieben, komplett zu sind. Auch schön die Verarbeitung hier, wenn man sich das Ganze anschaut, so eine silberne Leiste durchgezogen und statt schwarze Hochglanzleisten zu nutzen, hat man hier einen Textilstoff drüber gezogen. Gefällt mir sehr gut, die Verarbeitung und die Materialien sind durchweg hochwertig. In der Mittelkonsole finden wir dann noch ein großes Fach, wo das Smartphone Platz findet, was induktiv geladen wird oder optional über zwei USB-C-Anschlüsse noch mit Strom versorgt werden kann. Zudem gibt es Apple CarPlay und Android Auto kabellos hier drinnen. 6-Gang-Handschaltung in dem Fall, ansonsten würde es nur einen kleinen Automatikstick geben. 2 Cupholder hier, die sogar clever ausgeformt sind. Da sind noch Noppen drinnen, um dann tatsächlich die Wasserflasche ohne festzuhalten, verriegeln oder zu entriegeln. Dann haben wir natürlich noch unsere elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion hier, ein kleines Ablagefach, eine Armauflage, die verschiebbar ist und in der Höhe einstellbar. Ja, ein großes Handschuhfach, was klimatisierbar ist, sowie die Türtafeln, wo dann auch nochmal eine 1,5 Liter PET-Wasserflasche locker Platz findet. So viel zum Innenraum. Jetzt, bevor wir auf die Straße gehen, schauen wir nochmal unter die Motorhaube, was denn hier unter der Haube steckt. Schauen wir unter die Motorhaube hier von unserem Skoda Octavia und Wohltat, muss ich ja schon fast sagen. Die Motorhaube öffnet tatsächlich mit 2 Haubenliftern. Skoda hat sich gedacht, wenn da schon beim Golf einer eingespart wurde, dann können wir hier gleich 2 einbauen. Finde ich doch ganz praktisch. Simply Clever gibt es auch hier im Motorraum. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an, nämlich wir haben hier tatsächlich das Waschwasser, was wir einfüllen können. Und Skoda hat gesagt, man kann das einfach so ein bisschen hier hochklappen, sollte eigentlich automatisch gehen. Und dann ist das so eine Trichterform, da geht dann auch nichts daneben. Finde ich eine coole Geschichte, ganz nett. Aber viel wichtiger ist natürlich, was steckt denn hier unter unserer Motorhaube? Hier steckt ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner unter der Haube, der in der Evo-Ausbaustufe, das heißt also, wir haben hier auch eine aktive Zylinderabschaltung. 2 Zylinder werden abgeschaltet im Teillastbereich. Das ist angenehm, merkt man auch nicht, das Zu- und Abschalten der Zylinder, da fehlt sich nichts. Wer den Motor mit dem Automatikgetriebe, also mit dem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert, bekommt dann den sogenannten ETSI bei Volkswagen, bei Skoda heißt es dann E-Tech. Und
ist lediglich dann auch ein 48 Volt Bordnetz verbaut, bei dem das Fahrzeug dann mit abgeschaltetem Motor auch segeln kann. Das ist jetzt hier nicht verbaut, denn wir haben hier die Handschaltvariante. 150 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment ist aber bei beiden Varianten absolut gleich. Von 0 auf 100 geht es hier mit dem Handschalter in 8,2 Sekunden und 230 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Der Praxisverbrauch, den ich ermitteln konnte bei den Testfahrten jetzt hier ringsrum, war knapp unter 6 Liter. Das ist auf alle Fälle noch mal sparsamer möglich, denn ich bin ja sicherlich nicht hier so optimal gefahren, auch nicht in Alltagsmodus. Somit, da sind noch mal ein paar Zehntel auf alle Fälle drinnen zum Sparen. Mit dem Golf hatte ich ja auch knapp über 5 Liter nur verbraucht. Das heißt, das wird der Skoda wahrscheinlich auch schaffen. Da bin ich sehr überzeugt von. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, falls ihr schon tatsächlich einen Octavia 1.5 TSI habt, was ihr so mit ihm verbraucht. Die Laufkultur von dem Motor ist sehr angenehm, ist ein sehr ruhiger Motor. Erst beim Ausdrehen wird er dann wirklich knurrig und fühlt sich dann auch so ein bisschen im oberen Drehzahlbereich durchaus angestrengt an. Aber 1,5 Tonnen wollen ja schließlich auch erst einmal bewegt werden. So, und das tun wir jetzt. Die 1,5 Tonnen bewegen wir jetzt. Motorhaube zu und wir fahren. Auf der Straße macht der Skoda Octavia eine wirklich sehr, sehr gute Figur. Er beherrscht es wie kaum ein anderer, wenn ihr die adaptiven Dämpfer verbaut habt. Zwischen Komfort und Dynamik eine riesige Spreizung aufzumachen. Das heißt, ihr könnt wirklich sanft über schlechte Straßen hinweg gleiten, ohne dass ihr im Innenraum davon wirklich groß Notiz bekommt. Oder aber ihr stellt alles auf Sport und dann liegt der Octavia super straff auf der Straße, folgt dem Lenkbefehl einwandfrei. Die Lenkung ist vielleicht ein Tick zu leichtgängig dafür, um hier ihn als RS-Variante zu sehen, aber die kommt ja noch. Und da hoffe ich mal, dass die Skoda-Ingenieure hier nochmal deutlich nachgeschärft haben. Das werden wir aber dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt fahren wir ja den 1.5 TSI. Der Motor passt hier wirklich gut zur Limousine. Er schafft es, den Wagen problemlos nach vorne zu schieben. Die Beschleunigungen sind ausreichend. Die Akustik ist äußerst gering, also sowohl vom Motor als auch von den Windgeräuschen. Wir haben es hier draußen wirklich sehr, sehr windig und hier im Innenraum ist es angenehm ruhig. Auch auf Langstrecken sorgt natürlich der Octavia mit seinen Assistenzsystemen für Entspannung auf ganzer Linie. Ihr könnt den Wagen teilautonom bewegen. Das heißt also, wir haben eine aktive Spurführung, die sich auch am Vordermann orientiert, nicht nur an den Spurhaltelinien auf der Straße. Wir haben eine tote Winkelüberwachung, wir haben Querverkehrswarnung, einen Ausparkassistenten, Einparkassistenten, eine Frontkollisionswarnung etc. Also all die modernen Systeme, die wir sonst aus dem Volkswagen-Regal kennen, die sind natürlich auch im Octavia optional teilweise erhältlich, zu aber moderaten Aufpreisen. Meine Zeit mit der Skoda Octavia Limousine war begrenzt. Ich hoffe, es ist doch noch mal was Gutes bei rumgekommen für euch da draußen. Denn die Skoda Octavia Limousine hat es tatsächlich verdient, auch gut und richtig vorgestellt zu werden. Mir gefällt die Octavia Limousine deutlich besser als der Kombi. Der Kombi wirkt einfach ein bisschen, naja, fast schon ein bisschen plumper gegenüber der fast schon etwas filigraner wirkenden Limousine. Die 700 Euro Aufpreis würde ich mir sparen. 37.000 Euro kostet er eh, so wie er da steht, in nahezu Vollausstattung. Man kann natürlich noch mit Doppelkupplungsgetriebe das Ganze noch ein bisschen nach oben schrauben und es geht noch ein bisschen was an Ausstattungsversion. Das heißt, man kann somit rund 40.000 Euro auf alle Fälle rauskommen für so eine Limousine. Viel für ein Kompaktfahrzeug, was aber eigentlich mittlerweile eher in der Mittelklasse angekommen ist. Das Fahrwerk ist angenehm komfortabel, der Motor durchzugsstark und effizient.
Das heißt, da würde ich sogar gar keine größere Veränderungen vornehmen. Der 1.5 TSI wäre der Motor meiner Wahl. Schreibt mir aber jetzt mal unten in die Kommentare, was eure Wahl wäre. Limousine oder Kombi, Handschalter, Doppelkuppler oder aber Benziner oder Diesel. Es gibt ja sogar noch eine Erdgasvariante. Ja, mehr fällt mir langsam auch schon gar nicht mehr ein, muss ich zugeben. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn euch das Ganze gefallen hat, das Video auch zu liken und zu teilen. Und somit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.